Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2, diesmal auf der guten alten Hoth-Map. Die hatten wir, glaube ich, in dem Video auch bis jetzt noch nicht, oder irre ich mich gerade, ich weiß es nicht genau. Wir spielen mit dem Offizier und kriegen erstmal einen dicken Sniper-Schuss ab, finde ich nicht so gut. Aber gut, laufen wir erstmal nach vorne in den Offizier, ich weiß nicht, ob er wirklich gut ist hier auf der Map. Das werden wir herausfinden, ich wollte eigentlich den Assault wieder nehmen, aber ich denke mir dann jedes Mal, immer den Assault zu nehmen, ist halt auch vielleicht irgendwie für Leute langweilig. Ich bin zwar mit dem eindeutig am besten. Oh, den habe ich gut erwischt anscheinend. Ich bin ja mit dem eindeutig am besten, mache damit auch am meisten Kills, am meisten Punkte irgendwo. Krieg am ehesten so einen Helden oder sonst irgendwas, aber man kann ja auch gerne mal so ein bisschen rumswitchen. Ich möchte ja auch hier immer Abwechslung für euch reinbauen. Haben einen Hit noch. Noch einen Hit. Okay, jetzt haben wir ihn auch wirklich. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier auch der Specialist ganz gut mit diesen ganzen Fernkämpfen, aber eigentlich ist der Offizier auch nicht schlecht, weil der kann auf größeren Distanzen auch recht gut treffen. Man sieht's. Ich habe zwar eine Pistole, aber die Pistolen sind hier extrem genau. Granate! Und flupp. Hat leider keinen mehr getroffen, da war keiner mehr, aber hier. Na, ich wollte den noch haben, ich habe die gesehen. Ich wollte den Typen aber noch haben, da oben auf dem Berg. Schade, wir könnten den TIE Fighter nehmen. Ich mach das einfach mal. Ich glaube, Hoth ist keine Map, wo man sich mit den Fahrzeugen gegen KI-Gegner oder sowas hochspielen kann. Aber ich würde ganz gerne einfach mal rumfliegen. Ich möchte einfach mal so ein bisschen andere Sachen auch zeigen. Die Leute sagen ja auch immer, oh, Helden schön und gut, aber nimm auch mal ein bisschen Fahrzeuge und sowas. Ich möchte das ja auch zeigen. Also, ich habe bloß nicht die Möglichkeit, alles zu machen. Also, ich kann jetzt nicht wirklich Fahrzeuge und Helden und das und das. Und mal, ich wollte gerade sagen, wie viel hält denn der noch aus? Kann ich mich irgendwie wieder richten? Ja. Okay. So, wir sehen schon, es gibt keine KI-Fahrzeuge. Das war eben ein Normalo, den ich umgebracht habe. Wer schießt mich denn hier ab, Mann? Da ist einer. Wie der geflogen ist, Mann. Afterburner rein. Wir müssen ein bisschen den Abstand kriegen hier. Ich kriege irgendwie richtig dick Schaden von unten. Die schießen alle auf mich. So, ich denke mal, wir regenerieren jetzt. Ja. Oh nein, jetzt kommt aber irgendwas anderes auf mich. Irgendwie, was trifft mich denn hier die ganze Zeit? Bin kurz vorm Kaputtgehen. Ja, okay. X-Wing war das, na gut. Also der hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, der TIE Fighter. Vielleicht muss man hier echt so einen Interceptor oder Bomber nehmen. Aber damit hast du ja sehr, sehr schwache Chancen gegen die anderen Raumschiffe. Hatte ich zumindest den Eindruck. Halt, nein, jetzt habe ich ja wieder hier den Dings genommen, ne? So, wir wollen ja Offizier spielen. Meine Güte. Das finde ich ja auch komisch. Wie weit muss ich denn da vorhalten? Jetzt habe ich ihm einen Hit gegeben. Man hat sogar gesehen, wie viel mir das abzieht an diesem Viereck außenrum. Gar nicht so wenig, ne, für einen Hit. Ich glaube, wenn man da so ein Heavy hat oder sowas und einfach mal in die Luft sprayt mit seinen MGs, da kann man denen schon gut was an Schaden machen. Die haben bloß total die Lufthoheit, das sieht man ja auch. Oh, hier kann man rein, dann gehen wir auch hier rein. Diese Eishöhlen sahen ja im ersten Teil schon immer richtig cool aus. Wobei ich was sagen muss, hier sieht es sehr, sehr kalkmäßig aus. Ne? So sehr, 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 sehr weiß und nicht so ein bisschen bläulich. Es ist ja immer so ein bisschen bläuliches Eis gewesen, also im ersten Teil. Ist jetzt keine Wertung, ist jetzt nur meine Aussage, dass es hier ein bisschen anders aussieht. Da vorne sind einige. Ja, den Granaten hier, ich weiß nicht so genau. Einfach ein bisschen warten und gucken. Da ist schon wieder ein Towntown. Das will ich auch nochmal spielen. Das habe ich mal einmal im Stream richtig lange spielen können. Das hat richtig gebockt. Ziel beschädigt. 20 Punkte hat es gebracht. Nicht allzu viel, aber auch nicht allzu wenig. Oh, der zoomt. Der zoomt auf mich eventuell. Spieler beschädigt, bringt mir auch nicht viel. Irgendwann werde ich hier schon noch weggehauen. So, wir hauen mal unsere komische Fähigkeit hier rein. Das bringt mir eigentlich irgendwie eh keine Punkte. Das finde ich immer noch sehr, sehr schade. Wenigstens irgendwie, wenn das irgendwas gebracht hätte im Kampf. Also sagen wir mal, wenn jetzt hier einer irgendwie dadurch einen Gegner töten kann, dann will ich dafür eigentlich Punkte kriegen. Ist ja in Ordnung, dass man das nicht einfach so Punkte kriegt. Oh nein. Ein neuer Rebell kämpft sich durch unsere Truppen. Der muss mich jetzt retten, der Typ. Wenn der pushen sollte, der Gegner. Und jetzt hauen wir es nochmal rein hier.
Damit hat man richtig viel Leben. Geht kurzzeitig halt über 200. Ich glaube, man kann halt mehrere Karten darauf ballern. Wenn man das richtig hochboostet, diese Fähigkeit, kann man ordentlich was reißen mit dem Offizier. Ich glaube, der hat wirklich Potenzial, eine der besten Klassen zu werden. Eventuell sogar die beste Klasse zu werden, weil dieser Lebensboost, ihr habt es ja gesehen, 150 Leben ist normal, 200 hat der Heavy. Oh shit, da ist auch Yoda irgendwo, oder? Hinter mir. 200, ah, wo denn? Ich kam nicht weg. Ach, das war der X-Wing, schade. 200 hat der Heavy und mit diesem Boost kann man sich auf jeden Fall richtig, richtig krass gut verbessern. Ich glaube, jetzt lohnt es sich auch gar nicht, ein AT-ST oder sonst irgendwas zu nehmen, weil die werden sowieso von den Raumschiffen komplett zerstört, glaube ich. Also die haben jetzt sowas von gerade. So viele Leute in der Luft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel boostet das. Da auf 250 nochmal 100 Leben mehr. Ich habe mehr als ein Heavy an Leben. Und das ist eine krasse Sache, weil der Typ drückt nicht wenig Schaden. Also das war jetzt nicht der beste Damage-Dealer der Welt. Aber auch sicher nicht der schwächste. Oh mein Gott. Diese ganzen Flugzeuge und Raumschiffe hier. Oh mein... Ich komme nicht weg. Ich kann nichts machen. Ich kann absolut nichts machen hier. Wird die ganze Zeit nur von Raumschiffen weggeholt, Mann. Meine Güte, ist das nervig. Puh. Da bräuchte man mal hier irgendwas, was die Raumschiffe auch kaputt macht. Ich glaube, da müssten halt mehr Leute mit sowas wie Ionentorpedo und sowas spielen. Allerdings ist das im Moment nicht der Fall. Weil, ganz ehrlich gesagt, wer will denn in diesen 10 Stunden vorab hier auch ein Ionentorpedo mitnehmen und auch kaufen und ausrüsten und so? Verstehe ich komplett. Wenn man aber später alle Karten hat oder so, würde ich jetzt auch einfach auf Ionentorpedo wechseln. Und schon... Und schon kann man dann die ganzen Raumschiffe fertig machen. Angreifer dringen im inneren Verteidigungsbereich ein. Na, die Granate hat ihn neu erwischt. Aber wir haben ihn weggeholt. Das war es wert. So, wir könnten jetzt echt den... Ich werde es... Na... Was soll ich machen? Ich werde es trotzdem nehmen. Komm. Ich werde es trotzdem nehmen. Ich werde es einfach machen, weil ich will das Ding auch mal haben und so. Da vorne ist auch ein anderer ATS hier. Da haben wir auch einen. Cool. Wenn die so langsam hier rüberfliegen, ist das echt gut. Die müssen mal ein bisschen mehr Gas geben, glaube ich. Na, ich kann nicht höher zielen übrigens. Das ist nicht möglich. Was bringt mir das hier? Das ist Scan-Impuls, okay. Hat im Grunde also ähnliche Fähigkeiten wie im ersten Teil. Was hat der denn vor, frage ich mich. Der greift da auch vollkommen den anderen AT-ST an. Hat ihm nicht wirklich viel gebracht, oder? Oh, da sind viele. Weil ich krieg so keinen von... Sie beschleunigen die Evakuierung, aber wir müssen zunächst einmal... Da war doch einer, oder? Da war keiner? Jetzt werde ich halt von hinten die ganze Zeit beschossen, von den Flugzeugen und so weiter auch. Also den Raumschiffen. Schnell mal zurück. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob der regeneriert. Er brennt, aber ich denke, er wird trotzdem regenerieren. Aber er wird mir eh nicht lange noch was helfen oder was bringen. Ja, jetzt regeneriert er. Also die reparieren sich schon. Na du, willst du wirklich den Kampf gegen mich? Gegen den Kampfläufer? Hat sich ja doch gelohnt, das Ding zu nehmen anscheinend. Da muss man ein bisschen höher aimen. So ist schon besser. Ich kann jetzt nicht wirklich viel mehr machen in der Phase, außer von hier hinten reinschießen. Okay, gucken wir mal auf die andere Seite so. Ich kann ja meine Freunde da immerhin unterstützen hier, indem ich da einfach so ein bisschen blind reinschieße. Und wenn ich einen Hitmarker kriege, sehe ich ja, ob da irgendwo einer sitzt. Da haben wir sogar wieder einen. Wir können ja mal gucken, ob wir noch ein anderes Tor hier finden. Ich glaube nämlich, es gibt noch eins. Hier ist noch ein anderes Tor. Vielleicht kann man ja hier eher noch Schaden machen. Ich muss mich nur ein bisschen weiter weg positionieren, wie der einfach ausgeschaltet ist. Der AT-AT. Na, der da will Stress. Und er fliegt da hoch. Guck dich das an. Nice. Das sieht doch gut aus. Ich helfe meinen Kumpels hier richtig gut, da reinzukommen. Können wir mal so versuchen. Das wird nicht treffen, ne? Nee.
Ah, jetzt kann ich mehr oder weniger nur blind schießen. Denk mal, ich werde gleich den AT-ST verlassen müssen. So, gehen wir raus. Gehen wir raus. Wie sie den dann immer noch zerstören. Aber gut. So, liebe Leute, ich bin gleich da. Ich heile den Typen hier vorne. Oh nein, der da oben. Okay, ich sitze nicht allzu defensiv. Ich glaube, die sind hier ziemlich rechts von mir. Da vorne. Geringe Gewinnaussicht. Höhere Auszahlung. Oh, nice. Wir sehen schon, wie viele Kampfpunkte ich kriege. Also AT-ST zu nehmen, lohnt sich immer noch total. Es lohnt sich sowas von extrem, Fahrzeuge zu nehmen. Das finde ich echt schade. Hallo, du alter Camperboy da in deiner Kiste. Oh, oh. Zu viele, aber wir kriegen 6000 Punkte knapp. Ja. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Wir könnten wieder einen Helden nehmen. 36. Ich will eigentlich nicht einen der beiden Helden nehmen. Ich will noch ein bisschen, ich werde noch ein bisschen versuchen zu spielen und ein bisschen mir zu R spielen. Und dann nehmen wir einen besseren Helden. Vielleicht klappt's ja. Hier kommt auch schon Darth Maul mit mir zusammen. Vielleicht reißt er jetzt ein bisschen was, dass wir hier was einnehmen können. Einen Punkt haben wir auch schon. Aber ich fände es zum Beispiel ganz cool. Nice. Jetzt haben wir auch Boba Fett bekommen. Seht ihr mal. Wenn ich jetzt Pech habe, kriege ich am Ende gar keinen Helden mehr. Aber ey, ich will lieber dann irgendwie sowas wie Kylo jetzt im Moment haben. So, ich heile wieder alle Leute in der Umgebung. Das ist echt nicht schlecht. Also... Der Offizier ist gut. Der Offizier ist wirklich gut. Bei dem sieht man total das Potenzial, wie der noch Luft nach oben hat. Ich habe bis jetzt keine wirklich guten Karten. Es gibt wahrscheinlich auch noch Karten, die den nochmal sehr viel besser machen. Als das, was ich jetzt bis jetzt habe. Also wenn man diese mittlere Fähigkeit bei dem richtig hochboostet, durch Abklingzeit, durch noch mehr Leben, durch was weiß ich nicht alles. Da ist der bestimmt einer der besten Klassen. Ich kann mir das wirklich vorstellen, dass der... Offizier richtig, richtig, richtig krass sein könnte. Countdown läuft. Okay, 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 okay. Komm, 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 komm. Ich werde gleich drauf gehen, ich kann nichts machen. Es sind einfach zu viele, da waren noch welche hinter mir und so und über mir und neben mir und überall. Ich habe 8000 Punkte, kann mir leider nichts kaufen, es sind alle Helden belegt anscheinend. Obwohl, nein, jetzt kann ich... 5 Tickets haben wir noch. Ich schaff das. Ich hab Kylo. Los, los, los. Wir werden leider verlieren. Aber ich hab trotzdem. Ich hab ihn. Ich hab ihn für die Quote. Ich komme, Leute. Sterbt nicht. Nein. Ach, das ist so schade. Die Matches gehen teilweise echt leider ein bisschen zu kurz, finde ich. Aber gut, wir hatten den ATS die eine ganze Weile. Und den Flieger haben wir auch ausprobiert. Nicht mal mehr Kylo Ren konnte da irgendwas verhindern. Aber ich hatte ihn. Ich weiß nicht, mit Boba oder Bosk da in den Höhlen. Ich war ja Bosk, wäre der gegangen, aber Boba, naja, naja, naja. Das war's auf jeden Fall wieder mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und tschüss.